Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Auf Instagram und Facebook habt ihr schon sehen können, dass ich mich mit der lieben Miriam vom Kanal MJ Lies und der lieben Claudia in Nürnberg getroffen habe und wir neben Shopping auch lecker gegessen haben. Und es war ein wunderbarer Tag. Ich fand es so toll, Miriam endlich mal so live zu sehen. Und wir sind ja schon lange auch so privat befreundet, eben natürlich durch unsere YouTube-Kanäle, und es war so schön, dass sie, wie sie mir erzählt hatte, dass sie ja nach München fährt zur Litblock und einen Abstecher in Nürnberg macht, und weil sie dann eben mit der lieben Claudia weiterfährt und ich so, wie, du bist in Nürnberg, und schwupps war die Idee geboren, dass ich eben nach einem kurzen Arbeitstag nach Nürnberg fahre, wir ein bisschen shoppen, lecker essen und viel quatschen, und das haben wir auch gemacht. Und die Ausbeute, war dann ein kleine Ausbeute bei Lush, wo ich Miriam tatsächlich ganz schön angefixt habe. Es kamen zwei Bücher dazu und wir waren auch Yankee Candles shoppen. Und das zeige ich euch heute mal. Beginnen wir aber mit den lieben Geschenken, die mir Miri mitgebracht hat. Und zwar einmal ein Tee-Adventskalender von DM. Das ist ja wirklich ein Adventskalender, den ich die letzten Jahre immer wieder mir gekauft habe. In diesem Jahr tatsächlich noch nicht, weil ich ja noch nicht in Herbststimmung bin, dementsprechend noch nicht in Weihnachts-Winterstimmung. Mich aber jetzt dann doch freue, diesen wunderbaren Tee-Adventskalender passend zum 1. Dezember zu öffnen und die leckeren Tees dann zu trinken und auszuprobieren. Dann hat sie mir einen Yankee Candle mitgebracht, und zwar Early Sunrise. Ein sehr frischer Duft, den ich noch nicht kenne, mir auch noch nie bewusst das Label irgendwie aufgefallen ist. Ich aber den wirklich von der Frische her sehr angenehm und schön finde und mir jetzt schon vorstellen kann, dass der warm auch richtig toll duftet. Und dann hatte sie mich im Vorhinein schon gefragt, ob ich nicht mal einen Kringle-Duft probieren möchte, weil ich ja eigentlich Yankee Candle sehr treu bin und sehr selten andere Dinge ausprobiere. Und sie hat mir ein Daylight mitgebracht, und zwar Coconut Sun Snowflake, so Kokosnuss-Schneeflocke sozusagen. Und der riecht wirklich super lecker nach Kokosnuss und hat so eine leichte Frische auch noch drin, was wahrscheinlich die Schneeflocke sein soll. Und ich bin sehr gespannt bei diesem Daylight, was ja ein größeres Teelicht sozusagen ist, wie das den Duft abgeben wird, wie mir das gefallen wird, wie meine Katzen auf dann so ein echtes Teelicht reagieren. Und ob das hier alles heile bleibt und sich keine Katze irgendein Schnurrhaar wegen dem leckeren Duft verbrennt. Und bin ich sehr gespannt, freue ich mich drauf und habe mich mega gefreut, als mir Miriam diese Sachen überreicht haben, und ich total happy, dass wir uns überhaupt gesehen haben. Dann sind wir in einen amerikanischen Laden gegangen, wo es amerikanisches Essen, Naschereien gab, allerlei Cremes sozusagen. Und ich frage Claudia nochmal nach der genauen Adresse und packe die auch in der Infobox. Wer in der Nähe von Nürnberg wohnt, wird dort nämlich fündig, wenn er Yankee Candles dufteln möchte. Denn es war wirklich eine Riesenauswahl da. Auch limitierte Editions waren vorhanden, wie die Cookie Swept, die Weihnachtsdüfte, allerlei Dinge. Und auch da haben wir uns ein bisschen durchgeschnuppert. Und ich habe mir zwei Tarts gekauft, die auch neu für mich sind. Und zwar einmal Rabbit Crumble. Das ist im Grunde der Rhabarberkuchenduft, und genauso riecht er. Er riecht unglaublich toll nach Rhabarber, sehr fruchtig mit so einer leichten Teignote eben durch den Kuchen, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie der warm riechen wird. Ich bin wirklich jetzt schon sehr, sehr angetan von dem Duft. Und dann ein reduzierter Duft, ich weiß nicht, ob er aus dem Sortiment geht oder wie auch immer, und zwar Ginger Dusk. Das ist so ein hellgelber Duft, der super lecker riecht, ich nicht weiß nach was. Ich muss das unbedingt mal in Erfahrung bringen, was da hier so die Duftkomponenten sind. Aber es ist so, es riecht wie weiches Sandelholz, nicht ganz so männlich, nicht extrem, aber so ganz weich und irgendwie auch ein bisschen frisch und ein ganz toller Duft. Also Dusk ist ja auch im Grunde so ein bisschen Nebel. Ich weiß nicht, ob Nebel wirklich so riecht, aber der hat mich sehr angesprochen, und für 1,50 Euro durfte dieses wunderschöne Tat dann auch mit. Und dann habe ich fremd gerochen an A Village Candle, und zwar war da so ein Aufsteller, ich glaube mit 10 Düften, wo es Gläser gab und eben auch Votivkerzen, und ich habe mir zwei Votivkerzen von Village Candle mitgenommen, und zwar einmal Lemon Pound Cake,
Das ist, also es riecht wirklich nach Kuchen, diese Süßigkeit von Teig, von Backen und dann eben so ein Spritzer Zitrone, finde ich mega lecker. Der hat mich direkt angefixt, war glaube ich auch das erste, was ich mitgegriffen habe. Und es ist auch ja eine meiner ersten Votivkerzen. Ich habe glaube ich noch eine Yankee Candle Votivkerze hier. Manche zerschneiden die ja in 4, 6 Stückchen und benutzen die dann in der Duftlampe. Aber Miriam hat gesagt, dass die Düfte wirklich auch toll sind, wenn man sich so anzündet. Und jetzt brauche ich mal so ein Duftlichthalter. Mir fehlt irgendwie das Wort. Und ich wollte keins mitnehmen von Original Yankee Candle, was dann irgendwie 7, 8, 9 Euro gekostet hat. Und werde da mal nach einer günstigen Alternative gucken. Und wenn das aber gar nicht klappt, denke ich, ist es auch nicht schlimm, wenn man es tatsächlich zerschneidet und dann eben in die Duftlampe packt. Und der zweite Duft war dann Honey Cream. Und ja, der riecht tatsächlich auch genau nach dem, was draufsteht. Nach einer leckeren Creme mit Sahne, mit Butter, Zucker und dann eben so diese Leichtigkeit, diese Süße von Honig. Also super, super lecker. Ich bin sehr gespannt. Das sind meine ersten beiden Village Candle. Und ich bin total neugierig, wie da die Duftintensität sein wird und ob mich die begeistern können und ob ich dann vielleicht öfter fremd gehe. Und ja, super, super lecker. Nach der Ausbeute ja, von diesen Düften sind wir in die Innenstadt gefahren und waren, glaube ich, zuerst bei Lush, wenn ich mich nicht irre. Und da habe ich so einen riesen Beutel gekriegt für gar nicht allzu viele Dinge. Und ich bin ja ein großer, großer Fan von Lush. Kaufe da immer wieder ein, wenn ich in Städten bin, wo es die gibt. Ich mag die Shampoo-Bars, ich mag die Zahnputztabs, ich bin ein Fan von der dieser teigigen Gesichtsmaske, diesem Peeling, was ich unglaublich gerne habe. Und ja, wer Lush nicht kennt, das ist eine Naturkosmetik-Marke, die alles in Handarbeit sozusagen macht, die tolle Inhaltsstoffe hat, tierversuchsfrei ist und ja, da wirklich auch drauf achtet, auch umweltbewusst ist. Und ja, da habe ich einiges gekauft, begonnen mit einem Shampoo, diesmal in ganz klassischer Form. Ich mag eigentlich diese Shampoo-Seifen von Lush sehr, sehr gerne. Hat sich auch Miri eine mitgenommen und ich habe auch noch eine gelbe, ich glaube mit Zitrus irgendwas da, was die Haare zum Glänzen bringt. Doch diesmal habe ich mir Daddy-O mitgenommen. Ich glaube, es ist relativ neu, mir ist es bewusst noch gar nicht aufgefallen. Und zwar ist das ein Shampoo, 100 Milliliter und das ist eben direkt für blondiertes, blondes Haar, was eben durch das Lila, also er hat so einen lilanen Ton, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, was dann eben das messingfarbene Blond verhindert und eben den Gelbstich auch rausnimmt oder den Rotstich. Und ja, da bin ich sehr gespannt. Ein violettes Shampoo, was auch das Haar zum Glänzen bringen soll, was aber auch bei Braunhaaren funktionieren soll. Ich bin sehr gespannt. Es riecht auf jeden Fall super lecker. Ich habe da gestern auch schon dran geschnuppert, bin sehr gespannt, ob das was tut bei blonden Haaren und freue mich da auf jeden Fall aufs Probieren. Und dann habe ich noch so ein bisschen Kleinkram mitgenommen und zwar ein Milk Bath, das kommt dann auch alles in so schönen Verpackungen. Das ist ein ja, Schaumbad, wir waren auf der Suche nach Schaumbädern, was aussieht wie eine Milchkanne und die zerbröselt man eben und gibt sie ins heiße Bad und genießt dann diesen leckeren milchschaumigen Cremeduft und bin sehr gespannt. Hatte ich tatsächlich noch nicht. Ist mal was Neues. Das probiere ich tatsächlich auch immer mal gerne etwas Neues aus. Jetzt muss ich mich hier mal ein bisschen strecken. Dann gibt es komplett etwas Neues und zwar sind das Waschkarten, die aussehen wie ja, Teddybären. Und mit diesen Waschkarten kann man eben duschen, man kann es in die Wanne geben, man kann es auch in die Haarspitzen geben und das, wir haben es uns gestern auch zeigen lassen. Dazu teilt man diesen Teddybär so in 3 Teile und ja, nimmt dann eben das Blättchen und verreibt das so über die Haut oder in die Hände und dann schäumt das und dann kann man sich eben damit zum Beispiel duschen oder es eben auch so ein bisschen in die Haarspitzen einarbeiten, wenn man den Duft mag. Und Miri und ich haben uns für Butterbier in, ja, im Grunde entschieden, weil der Duft vom Butterbier, also es ist ja ein Butterbär, der riecht einfach unglaublich lecker. Der hat so Yang Yang Öl drin und ich hatte den jetzt letztes Jahr und vor 2 Jahren immer so um die Weihnachtszeit auch als ja, Badezusatz. Der schäumt aber nicht und ich bin halt Bade, ich mag halt tatsächlich auch so ein bisschen Schaum und deswegen wurde es jetzt im Grunde diese Variante. Und dann ist etwas ganz Neues bei mir eingezogen, was es auch noch nicht sehr lange bei Lush gibt. Und zwar ist das ein
Ja, Oil Treatment, eben eine extrem starke Maske für die Haare. Und zwar habe ich Damaged, das ist die neue Version davon. Das sieht auch sehr ulkig aus, so ein bisschen was, was man sonst vielleicht als Schokolade kennt und in die Milch gibt. Und zwar, ja, macht man das tatsächlich ins heiße Wasser. Man packt es 20 Minuten und rührt das zu einer Paste sozusagen um. Also man rührt es um, lässt es dann 20 Minuten abkühlen, weil kochendes Wasser sollte man sich nicht auf den Kopf geben. Lässt das dann, glaube ich, auch wieder 20 Minuten auf den stark beschädigten Haaren einwirken und spült es dann nicht nur mit Wasser aus, sondern wäscht sich wirklich die Haare, weil es ist natürlich ein Oil Treatment und das gibt man auf trockene Haare und wäscht dann die Haare danach aus. Und das soll eine reichhaltige Pflege haben und ich bin mega, mega gespannt, wie das funktioniert. Ist auch für Veganer geeignet und ich bin jetzt nicht der größte Haarpfleger, weil bei kurzen Haaren braucht man das Gefühl ja nicht so extrem, aber gerade im Winter habe ich eben auch eine sehr trockene Kopfhaut und versuche da jetzt mal so zu gucken, ob das was ist. Es ist natürlich nicht ganz günstig. Ich glaube, das hat auch direkt 10 € gekostet. Und ja, kann man jetzt natürlich sagen, es gibt auch günstigere Haarmasken und Kuren. Aber ich bin da einfach mega gespannt, wie das ist. Und weil ich einfach das Konzept auch von Lush toll finde, wollte ich das natürlich eben auch einfach ausprobieren. Und bin sehr gespannt, ob mich das überzeugen kann, ob das meine Kopfhaut, meine Haare schön weich macht. Und ich danach wirklich auch ein ja, Ergebnis sozusagen sehen kann. Und dann wurden auch ein paar Bücher geshoppt, denn wir sind dann in den Jokers gegangen. Und wer diesen Laden nicht kennt, dort gibt es Mängelexemplare, die auch schon eingeschweißt noch sein können und wirklich in der Regel nichts haben, außer dass eben die Preisbindung zum großen Teil aufgehoben ist. Und wir sind da ein bisschen umhergeschlichen und ich habe dann ein Büchlein entdeckt, was ich schon kenne. Und ja, wer in den letzten Wochen, Monaten so ein bisschen meine Videos mitbekommen hat, da sage ich ja auch immer, ich möchte mir wirklich nur Bücher ins Regal stellen, die ich liebe und sortiere ja auch immer wieder gelesene Bücher aus, die eben nur so okay und gut waren oder halt auch eben nicht. Die natürlich schlecht waren, die fliegen sowieso als erstes gefühlt raus. Ja, und da ist mir dieses wunderschöne Buch über den Weg gelaufen von George R. R. Martin, Das Lied des Eisdrachen. Ein Buch, das ich ja gehört habe, was wunderbar gesprochen und inszeniert war. Und die Geschichte haben wir hier von einem kleinen Mädchen, ja, das eben die Freundschaft zu einem Eisdrachen hat. Und eine wunderschöne Kindergeschichte. Und die ist auch wirklich für Kinder geeignet. Und die ist auch wunderschön innen so ein bisschen aufgemacht, eben mit diesem ganzen Eis. Und ja, eine Wundergeschichte, wunderschöne Geschichte. Und weil ich die eben vom Hören so schön fand und eben auch wirklich das Cover ein absoluter Traum ist, dachte ich, es passt perfekt in meine George R. R. Martin-Sammlung und wird da jetzt einen Platz finden. Und es war von 10 € preisreduziert auf 5. Und ich finde, da kann man bei so einem Hardcover-Buch gar nichts falsch machen, wenn es jetzt nicht dick ist oder groß, aber es sieht einfach toll aus. Und ja, manche Oberflächlichkeit muss unterstützt werden. Und in diesem Fall, ja, hier sieht man auch die Adara, das ist ja die Protagonistin aus der Geschichte und wirklich super schön aufgemacht und für 5 € finde ich, kann man da absolut nichts falsch machen. Und dann haben wir einen Kaffee getrunken, beziehungsweise einen Chai Latte oder auch, ich glaube, Bionade hat Claudia getrunken und Miriam hatte einen echten Pfefferminztee, der super lecker gerochen hat und auch die wunderbare Röte ihr ins Gesicht gezaubert hat. Und wenn wir schon bei Rot sind, dann können wir direkt zum nächsten Buch kommen, was ich dann in der Buchhandlung auch mitgenommen habe. Und zwar Illuminae. Das sind die Akten, erster Teil von Amy Kaufman und J. Christoph. Ein Buch, um das ich schon länger schleiche, schon vor Erscheinen, fand ich total spannend aufgemacht. Denn es ist eine Geschichte, ein Buch, wie ein Kinofilm erzählt. Und ich bin mega gespannt. Ich fand das ja bei Giants, das ist ja auch ein Science-Fiction-Roman, schon mega interessant, dass einem die Geschichte durch Tagebucheinträge, Interviews, Gespräche erzählt wurde. Und so ähnlich ist wohl auch Illuminae aufgemacht. Und allein die Optik von diesem Buch ist einfach der Hammer. Also, wenn man den Schutzumschlag aufmacht, also es ist echt der Wahnsinn, wie das aussieht. Und es sieht von innen dann eben auch aus, wie wenn man eben Nachrichten hätte. Man hat E-Mails, man hat ja auch Geschichten, wo mal irgendwas durchgestrichen ist, ja, dunkel gezeichnet ist, dass man irgendwas nicht sehen kann. Es hat auch schwarze Seiten. Also ich bin mega gespannt, dieses Buch zu entdecken. Und es heißt hier hinten, also vorne heißt es schon Lesen wie Kino, ein fantastischer Trip in eine neue Dimension. Und auch hinten drauf heißt es Genre undefinierbar, Story unvergesslich.
und alles andere als ein normaler Roman, eine explosive Mischung aus Weltraum-Odyssee, Liebe, Zombies, Hackern, Intrigen und Verschwörungen, einzigartig und meisterhaft. Und ich freue mich so darauf, dieses Buch in diesem Jahr noch zu lesen, und es fixt mich direkt an, eigentlich direkt zuzugreifen. Mal gucken, ob ich da heute mal noch ein Stündchen Zeit habe. Ich bin total gepackt und habe schon immer in der Buchhandlung so drumherum geschlichen, und ich wusste auch, dass das ein Buch ist, was man auf keinen Fall als E-Book lesen sollte. Und das ist wirklich was, was man in Händen halten muss, und ich bin mega gespannt, diese Geschichte zu entdecken. Und ja, dieses rote Schätzchen ist nun bei mir eingezogen und ich freue mich wirklich mega drauf. Und ja, abends waren wir dann noch in Hans im Glück, haben uns lecker Burger schmecken lassen, die ich wirklich toll fand. Ich muss sagen, ich fand die Atmosphäre anfangs nicht so schön. Es wirkte hektisch. Es waren sehr viele Menschen auf kleinstem Raum. Es war eng, es war stickig, es war irgendwie laut. Und das hat mir tatsächlich anfangs nicht so gut gefallen, als wir so ja, mit dem Essen auch angefangen haben. Aber als dann so die Massen gefühlt weg waren, war es wirklich super schön und wir hatten einen ganz, ganz tollen Abend, und ich bin sowohl gut hin wie dann auch heimgekommen und ja, habe den Tag wirklich sehr, sehr genossen. Und ja, bin nicht auf der Litblog, wie man jetzt unschwer erkennen kann, weil ich bin ja auch nicht so der große Liebesromanleser und mich hatte auch keiner der Autoren so recht angesprochen, aber vielleicht ist ja im nächsten Jahr jemand da, den ich auch gern sehen möchte, und wir wiederholen das einfach mit einer Übernachtung dann in Nürnberg und es geht dann weiter nach München. Wir müssen das auf jeden Fall wiederholen. Es war wirklich ein ganz, ganz toller Tag. Es hat super viel Spaß gemacht. Und ja, ihr seht, die Ausbeute ist ja auch dementsprechend. Und ich hoffe jetzt, dass ihr natürlich ein bisschen Spaß hattet an meiner Ausbeute. Ich packe natürlich den Kanal von der lieben Miriam unten in die Infobox und auch die Adresse für alle Nürnberger, wenn ihr Yankee Candle schnuppern wollt, ja, wo ihr da hin müsst. Ich hoffe, ich kriege das noch zusammen. Ansonsten hilft Claudia bestimmt aus. Und guckt einfach in die Infobox, wenn euch das interessiert. Und ich hoffe, ihr hattet nun Spaß. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.